Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einer neuen Musikreview. Kontra K meldet sich nach knapp einjähriger Pause mit seinem mittlerweile achten Soloalbum zurück, welches auf den epochalen Titel Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin hört. Mit einem sehr eigenen Sound hat es Kontra K über die letzten Jahre geschafft, zu einem absoluten Superstar in Deutschland aufzusteigen. Er füllt mittlerweile die größten Konzerthallen des Landes und ist mit seinen letzten vier Soloalben Gold gegangen. Das alles meiner Meinung nach völlig zu Recht, denn Kontra K ist für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung in unserer Szene. Er hat keine inszenierten Beefs und Skandale nötig und findet deshalb auch auf Rap Update und Co. so gut wie gar nicht statt. Er zeigt halt, dass es auch ohne geht. Kontra K verballert seine Vorschüsse nicht für Rolex-Uhren, Koks und Nutten, sondern reinvestiert sein Geld in sich selbst und sein Business, um weiter kontinuierlich zu wachsen. Sport ist der Hauptbestandteil in Kontra K's Leben, weshalb es in seinen Texten auch viel um Disziplin und die bewusste Beziehung zum eigenen Körper geht. Negative Stimmen werfen ihm diesbezüglich gerne mal vor, dass er mit platten Motivationsfloskeln um die Ecke kommt und Effektehascherei betreibt. Ich hingegen finde ihn als Person, sein Weltbild und sein musikalisches Schaffen sehr interessant und war deshalb auch sehr gespannt auf sein neues Album. Während sein aktueller Output stets überzeugte, war Labyrinth das letzte Kontra K-Album, welches mich so richtig geflasht hat. Laut eigenen Aussagen ist Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin sein bisher bestes Album. Was die Scheibe so drauf hat, werde ich jetzt wie gewohnt in einer Track-by-Track-Analyse mal näher für euch unter die Lupe nehmen. Die Platte steigt ein mit dem Intro-Song Weine nicht, der zwar die Atmosphäre eines Intros besitzt, aber doch unerwartet zurückhaltend und fast schon ein bisschen träge daherkommt. In der Hook hat man sich offensichtlich von Lil Wayne's Don't Cry inspirieren lassen. Dieses Weine nicht entspricht halt genau der gleichen Gesangsmelodie wie im US-amerikanischen Vorbild. Ein solider Track, der meiner Meinung nach jedoch nie richtig in Fahrt kommen will. Warnung war die zweite Single des Albums und stieg in den deutschen Charts auf Platz 6 ein. Irgendwie hat Kontra K die 6 für sich reserviert, denn innerhalb des letzten Jahres konnte er insgesamt 5 Singles auf diesem Platz positionieren. Warnung beweist vor allem eins. Kontra K ist nach wie vor sehr darauf konzentriert, Musik mit Inhalten zu liefern. Er wirkt sehr geerdet und hat ein klar definiertes Wertebild, in dem man sich nicht an Schwächeren vergreifen und sich gegen das System auflehnen sollte. Letzteres wird mir ein bisschen zu oberflächlich behandelt, dafür hat mir die Grundaussage, dass man seinen Kreis klein halten soll und Kontra K sehr genau aufpasst, wen er in seinen Reihen lässt, sehr gut gefallen. Musikalisch ist das Ding in Ordnung, aber so richtig wird der Funke bei mir hier nicht überspringen. Als Single fand ich Warnung eher ungünstig gewählt. Nur ein Grund war die darauffolgende dritte Single des Albums, kam allerdings ohne Video raus. Hier präsentiert uns Kontra K mit Jah Khalib den ersten Feature-Gast. In Kasachstan ist Jah Khalib ein absoluter Superstar und konnte mit Songs wie Layla oder Medina jeweils 100 Millionen Klicks auf YouTube erzielen. Der Beat von The Crates hält sich relativ minimalistisch im Hintergrund und bietet den überzeugenden Lyrics rund um einseitige Freundschaft genügend Raum, um sich zu entfalten. Kontra K-Fans fühlen sich hier direkt wie zu Hause, denn Loyalität und gegenseitiger Respekt wird auch auf seinem neuen Album großgeschrieben. Dabei reflektiert er sich und eventuelle Fehlentscheidungen jedoch immer wieder selbst und gibt Lektionen in Demut. Mit brutaler Ehrlichkeit thematisiert Kontra K hier eine toxische Freundschaft und lässt eigene Erfahrungswerte gewohnt authentisch mit einfließen. Mich hat das Ganze unweigerlich an Counting on Me erinnert, immer noch einer meiner Lieblingssongs von Korn. Ihre Sprache ist für mich das erste Highlight der Platte, auf dem sich Kontra K von der heutigen Konsumgesellschaft abgrenzt, in der Schizophrenie und Lügenkonstrukte an der Tagesordnung sind. Dabei bedarf es keiner großen zehnsilbigen Fachbegriffe, Kontra K redet hier einfach Klartext. Wie ist es gekommen, dass man den Horizont verliert, weil eine scheiß App auf 5 bis 6 Zoll dich kontrolliert? Solche Lines sind einfach unfassbar on point, denn wir verschwenden heutzutage so viel Zeit damit, durch Instagram Timelines zu scrollen und andere Menschen nach ihrem Erfolg zu geiern, anstatt uns auf uns selbst und unsere Träume zu konzentrieren und den eigenen Horizont zu erweitern. Ich kann immer wieder nur jedem ans Herz legen, die Welt zu bereisen, Erfahrungswerte zu sammeln und eure kulturellen Kompetenzen aufzubauen. Das bringt euch so enorm weiter im Leben, bildet den Charakter und ist viel wertvoller als das neueste Smartphone oder die neuesten Sneaker. Und mit Reisen meine ich keine fucking Kreuzfahrt, auf der du in 7 Tagen 7 Länder abklapperst, mal kurz deinen Fuß aufs Land setzt und dann denkst, du kennst es. Um seinen Horizont zu erweitern, musst du intensive Zeit in einer fremden Kultur verbringen und dich mit den Locals auseinandersetzen.
setzen. Das wird dir eine ganz andere Sicht auf viele Dinge geben und dir die Angst vor dem Unbekannten nehmen, die ja fast immer der eigentliche Grund für Hass und Krieg auf unserer Welt ist. Ihre Sprache macht deutlich, dass Contra K diese Erfahrungswerte definitiv verinnerlicht hat und sich klar von Konsumopfern abgrenzen will. Wir sind nicht wie ihr, ihr seid die anderen, wir sprechen eure Sprache nicht. Eine der besten Hooks der gesamten Platte wird uns auf dem Titeltrack Benzin geboten, ein unfassbar nach vorne gehender Energiebatzen, der auf kommenden Open-Air-Konzerten natürlich absolut großartig funktionieren wird. Die Crates feuern auf diesem wuchtigen, mit Rockgitarren versetzten Beat wirklich aus allen Rohren und die Lyrics zeugen von beeindruckender Stärke. Contra K will seine Zuhörer motivieren, ihren inneren Schweinehund zu überwinden und sich wie Rocky durchs Leben zu kämpfen. Dabei erwähnt er auch stets, dass es nie zu spät ist, auf den rechten Weg zu wechseln, egal wie viel Scheiße man in seinem Leben bisher gebaut hat. Mit Kampfgeist 4 haben wir die 3 Jahre lang herbeigesehnte Fortsetzung zu Contra Ks Motivationshymnen-Trilogie, die gleichzeitig auch als 4. Single-Auskopplung fungierte. Die Grundthematik bleibt gleich, der Sound ist wieder extrem episch, also Hoodie, Kapuze auf und rein ins Gym, denn erst das Ziel nach dem Ziel ist das Ziel. Contra K transportiert ja wieder mal einen unfassbar beeindruckenden Ehrgeiz in den Text, der wirklich ansteckend ist. Wenn die Boss-Trafo am kommenden Samstag jetzt endlich bei mir losgeht, wird Kampfgeist 4 definitiv seinen Weg in meine Workout-Playlist finden. Krasses Ding, auch das extrem hochwertige Musikvideo im Ong Buckstar ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Mit diesem 4. Teil will Contra K die Kampfgeist-Reihe nach eigenen Aussagen übrigens abschließen. Blei war die 5. Single-Auskopplung und bietet mit Vase den nächsten Feature-Gast der Platte. Musikalisch lässt sich hier erstmals ein Stilbruch heraushören. Denn wo Contra K mit seiner eigenen Stimmfarbe einen Sound mit hohem Wiedererkennungswert kreiert hat, passt Blei eher in die aktuelle Afro-Trap-Schiene, die momentan so stark in den Charts vertreten ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass hier die Crates erstmals nicht allein, sondern zusammen mit Hamoudi und Mixu produziert haben. Das Zusammenspiel zwischen Vase und Contra K funktioniert wirklich hervorragend und man erkennt an Blei sehr schön, dass es in erster Linie nicht der überstrapazierte Afro-Trap-Sound an sich ist, der viele der aktuellen Songs des Genres so fürchterlich macht. Es ist eher das Zusammenspiel mit den hingerotzten, nichtssagenden Texten und Ja-Ja-Ja-Gesängen. Denn obwohl Blei musikalisch genau in die gleiche Kerbe schlägt, ist das Ding sehr detailverliebt ausgearbeitet und bietet Lyrics, die das starke Niveau der Platte locker halten können. Auf so lang fusionieren Contra K, Rico und Skepsis zu einer Boyband und ein bisschen klingt der Song auch danach. Gerade der Refrain ist halt schon 100% Pop, macht aber absolut nichts, denn ich bin der Meinung, dass auch Pop großartige Musik erzeugen kann, sie muss in erster Linie mit Herzblut geschaffen worden sein. Letzte Träne war die letzte Single-Auskopplung vor Album-Release und stellt einen absoluten Gänsehautmoment dar. Es ist wohl der persönlichste Song des Albums, auf dem Contra K auch seinen Sohn thematisiert, vor dessen Augen er sich behaupten und seinen Mann stehen muss. Auch der riesige Rattenschwanz, den Erfolg mit sich bringt, beschäftigt Contra K merkbar und so zeichnet er hier schwer tragende Bilder, die wirklich eine sehr stimmige Atmosphäre schaffen. Im sehr empfehlenswerten Gespräch mit Felix Lobrecht erwähnt Contra K übrigens, dass letzte Träne sein persönlicher Favorit des Albums ist. Contra K ist für mich irgendwie so wie Rammstein des Deutschraps. Beide haben einen sehr speziellen Sound für sich entwickelt und es über jahrelange Fantreue, gepaart mit atemberaubenden Live-Performances, geschafft, ein Klientel zu erreichen, welches mittlerweile weit über die eigenen Subkulturen hinausgeht. Rammstein hören auch Leute, die normalerweise nichts mit Rock zu tun haben. Bei Contra K ist es dasselbe mit Fans, die nicht aus der Rap-Szene stammen. Mit Schicksal begibt sich Contra K auf musikalisches Neuland. Der sehr fresche, fast schon ungewohnt fröhlich klingende Track ist der Beweis, dass Contra K definitiv versucht, seinen relativ stringenten Sound wenigstens hier und da mal zu erweitern. Der Beat ist wirklich purer Zucker und darauf hätte ich mir auch sehr gut einen Shindy vorstellen können. Schicksal erzeugt beim Zuhörer genau die nötige Portion Neugier, um sich nach 10 Songs direkt die zweite Hälfte des Doppelalbums zu geben und ist definitiv eines der Highlights des gesamten Releases. CD2 beginnt mit Immer weiter, ähnlich verhalten wie CD1. Ein relativ trüber, fast schon wehleidiger Song, der das Übel der Menschheit auf zugegebenermaßen gewohnt sehr starken Lyrics schildert. Es geht unter anderem um Neid, ein Gefühl, welches jeder Mensch unweigerlich verspürt. Und eine der größten Herausforderungen im Leben ist es, sich diesem Gefühl nicht zu ergeben. Auf Bleib weg von mir vereint sich das Dreamteam Contra K und Raf Camora. Ein weiteres Mal und was soll ich sagen, der Song ist eindeutig der verdammt nochmal beste Track der Platte. Der unterkühlte Beat von den Crates in Zusammenarbeit mit The Royals trägt entschieden zu der einmaligen Atmosphäre bei, die die beiden Interpreten hier erzeugen. Ich muss hier wirklich mal den Crates meinen allergrößten Respekt aussprechen, die hier wirklich ein Brett nach dem nächsten abliefern. Die Beats sind auf diesem Album nicht nur nebensächliche Hintergrundmusik, sondern stechen sehr hervor und man merkt, dass Contra K hier aktiv involviert war und sich nicht einfach nur Instrumentals aus einem Dropbox-Ordner gepickt hat. Auch vom Text her ist Bleib weg von mir ganz
großes Kino. Hier trifft wirklich jede einzelne Line komplett ins Schwarze. Es dreht sich alles um verbitterte Hater, die einem jegliche Art von Erfolg absprechen wollen, der Meinung sind, dass sie sowieso alles besser können als du, aber in Wahrheit nicht den Arsch in der Hose haben, um selber mal was zu probieren und eigentlich so gern in deinen Schuhen stecken wollen. Absolut genial ist auch der Part von Raf, den ich schon seit Jahren nicht mehr so eindringlich rappen gehört habe, wie auf diesem Feature hier. Das ist der Raf von damals, dessen Musik ich wie ein Fanboy gesuchtet habe, bevor er sich dann irgendwann in Afro-Trap verschossen hat. Dieses Feature hier gibt mir Hoffnung, dass Rafs letztes Soloalbum nochmal ein Geschenk an die Fans der ersten Stunde werden wird. Auch die Hook ist einfach nur perfekt, erinnert vom Aufbau her an große Deutschrap-Hits wie Lila Wolken von Materia, und sollte das Ding noch ausgekoppelt werden, hat es definitiv das Zeug, die bisher erfolgreichste Kontra-K-Single überhaupt zu werden. Farben war die erste Single des Albums und besticht mit einem gewohnt aufwendigen Video vor imposanter Kulisse. Man muss einfach neidlos anerkennen, dass Kontra-K seine Nische gefunden hat und darin konstant nahezu perfekte Arbeit abliefert. Seine Songs beinhalten immer eine Message, ohne dass Mütter gefickt oder Lean Cups gesippt werden. In Farben geht es darum, dass unser Blut dieselbe Farbe hat, egal ob wir schwarz, weiß, gelb oder braun sind. Ein starker Track und als Lead-Single wirklich extrem passend gewählt. Heul nicht rum wegen Päckchen, die wir auf den Schultern tragen, weil in Zukunft noch Berge voller Schutt auf dich warten, heißt es im darauffolgenden Alles weg. Rumjammern, Nörgeln und Meckern sind definitiv keine Handlungen, die Kontra-K an einem Menschen zu schätzen weiß. Auch wenn nicht jeder mit den gleichen Chancen geboren wird, hat jeder sein Glück doch irgendwo selbst in der Hand und wird früher oder später für seine Mühen belohnt. Das mag vielleicht etwas platt und easier said than done klingen, aber es ist schon was dran. Wie viele Menschen gibt es, die bei jedem kleinen Rückschlag denken, oh Mann, warum immer ich? Und sich dann in ein Loch verkriechen und sich selbst bemitleiden. Es gibt immer Leute, denen es noch schlechter geht, und man sollte dankbar sein für das, was man hat, was sich immer noch doppelt so gut anfühlt, wenn man dafür durch den Dreck gegangen ist. Auffällig ist beim neueren Output von Kontra-K, dass die Aggressivität von damals immer mehr zurückgeschraubt wird, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er mittlerweile nicht mehr auf der Straße ums Überleben kämpfen muss. Das ändert sich mit dem anschließenden Sag mir wo, auf dem es stilecht mit Scarface-Ausschnitten unterlegt wieder härter zur Sache geht. Als Feature-Gast ist der großartige BTNG vertreten, der hier zeigt, wie man Autotune richtig einsetzt und mit versierter Betonung in seinem Part zu glänzen weiß. Auf Honig widmet sich Kontra-K der weiblichen Versuchung mit all ihren Schattenseiten, was zwar authentisch rüberkommt, aber irgendwie hat mich der Song trotzdem nicht so wirklich gecatcht. Das mag auch an Feature-Gast Gringo liegen, der hier nicht so richtig passend eingesetzt wurde. Ich feiere ihn aber auch generell bisher nicht wirklich, auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich viele haten werden. Alles, was sie will, klingt vom Titel her wie die nächste Nummer über die Ladies, ist aber eine Huldigung an die eigene Stadt, die in ihrer fast schon mysteriösen Eigendynamik immer wieder ihren Tribut zu fordern scheint. Die Basis für den Track bietet einfach mal der 90er Jahre Eurodance-Klassiker All That She Wants von Ace of Base, der hier nicht nur dezent in den Beat mit eingebaut wurde, sondern auch die Hook-Melodie bereitstellt. Definitiv eine mutige Nummer, die leicht ins Lächerliche hätte abdriften können, aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Jetzt scheint es ein hochkarätiges Feature nach dem anderen zu geben, denn gleich auf dem folgenden Zu viele gibt sich Yoshimitsu die Ehre, der ebenfalls ein enger Vertrauter von Raf Kamora ist. Man erkennt, dass ein Rapper sein Handwerk versteht, vor allem dann, wenn er eigentlich unsaubere Reime durch gekonnte Betonung zu einem harmonischen Ganzen verpackt. Ackern, bis wir Wunden haben, doch sind gefühlt nur eine Minute da. Schicke Karren, schickere Damen, Blei, doch irgendwann Vergangenheit. Ein wirklich großartiger, tiefsinniger Song, der sich mit unserer begrenzten Zeit auf diesem schnelllebigen Planeten beschäftigt. Skimaske dürfte definitiv für Gesprächsstoff sorgen, denn hier wird relativ plakativ, offenkundig Selbstjustiz propagiert, wenn man darüber rappt, dass Kinderschänder zu milde Strafen kriegen, während Kontra-Ks Freunde für Raubüberfälle 8 Jahre in den Knast gehen. Ich halte das Ding rein inhaltlich für sehr fragwürdig, denn nur weil bei der einen Straftat vielleicht unverhältnismäßig geurteilt wird, legitimiert das nicht automatisch andere Straftaten. Klar, auch für mich sind Kinderschänder absoluter Abschaum und gehören auf Lebzeit weggesperrt. Die Lyrics von Skimaske wirken jedoch eher so wie ein Best-of von wütenden Harzer-Kommentaren unter einem Bild-Online-Artikel. So merkwürdig der Text des Songs auch ist, macht er rein musikalisch alles richtig und bietet neben einer der besten Hooks des Albums auch eine absolut finstere Brutalo-Atmosphäre, auf der Feature-Gast AK außer Kontrolle natürlich wie die Faust aufs Auge passt. Hat mich vom Style her an Respekt vom letzten Album Erde und Knochen erinnert. Eine Platte mit 12 Songs, die in diese Kerbe einschlagen, würde wohl nahtlos als Deutschrap-Meilenstein gesehen werden. Mit dem Abschlusssong Niemals vergessen wird es nochmal sehr eindringlich, denn diesen Track widmet Kontra-K seinem
einem Cousin russischer Seite, der gerade inhaftiert ist. In sehr emotionalen Worten schildert Kontra K das Leben eines Gefängnisinsassen, den Briefe seiner Liebsten erst mehrmals die Woche, dann immer seltener erreichen, bevor er dann in seinem Loch komplett in Vergessenheit gerät. Ein absoluter Gänsehautsong, fast schon unangenehm zuzuhören, weil man sich auch ohne dem kriminellen Milieu anzugehören, sehr gut in den Protagonisten reinversetzen kann. Damit endet nach 20 inhaltsstarken Tracks ein Album, bei dem man wirklich in jeder einzelnen Anspielstation heraushört, dass Kontra K hier keine halben Sachen macht und wirklich mit Leib und Seele dabei ist. Den Vorwurf, dass er eigentlich immer wieder den gleichen Text runterbrettert, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das lässt sich bei Capital Bra, KMN oder Mero 4R ankreiden. Vielleicht fällt es bei diesen Artists jedoch nicht so sehr ins Gewicht, weil dort die Texte sowieso keine große Rolle spielen. Ein Kontra K-Album ist wie eine Trainingseinheit. Mit jeder thematischen Wiederholung rund um mentale und physische Fitness knallt es gewaltig. Sie wollten Wasser, doch Kriegen Benzin bietet unglaublich viel Input, vielleicht auch ein bisschen zu viel. 4-5 Tracks weniger hätten dem Album definitiv gut getan, wobei aber auch gesagt werden muss, dass selbst die schwächeren Songs der Platte immer noch im oberen Durchschnitt anzusiedeln sind und wir hier keine echten Aussetzer finden können. Sie wollten Wasser, doch Kriegen Benzin. Kontra K ist Feuer und brennt durch Benzin immer weiter, man kann ihn nicht löschen, 25.000 verkaufte Boxen geben ihm recht. Ich gebe dem Album sehr starke 8 von 10 Punkten, die fast schon auf die 9 zusteuern und kann hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Link zum Album findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das Album gefallen hat. Lasst mich außerdem wissen, ob ihr mit dem Sound von Kontra K im Allgemeinen was anfangen könnt oder ob ihr den Vibe, den er transportiert, manchmal vielleicht sogar als zu verkopft empfindet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Falls ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es hier auf dem Kanal weitergeht, folgt mir definitiv auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Das war's erstmal von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.